Engel, Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 17. Denn ich weiß, du wirst mich zum Tod gehen lassen, zum Haus, da alle Lebendigen zusammenkommen. Hiob, Kapitel 30, Vers 23. Die neun schwer bewaffneten Templer unter Führung mehrerer Idolos marschierten mit wehenden Überwürfen durch die Gänge des Himmels. An einer Gangbiegung im Gästetrakt stand wartend ein hochgewachsener, merkwürdigerweise kahlgeschorener Engel in urelitischer Tracht. Du bist Varkanel? Bei der Erwähnung seines Namens fuhr der nervös wirkende Himmelsbote zu der hochgewachsenen Frau mit dem flammend roten Mähne herum und musterte sie und ihre Truppe. Die Zehen sahen eher aus, als planten sie den Sturm auf ein kleineres Ketzerdorf und nicht die Festnahme eines einzelnen Rameliten. »Ja, das bin ich«, antwortete er. »Und wer bist du, Templerin?« »Mein Name ist Mera Idolo.« Und ich bin die befehlshabende Armatura dieses Kontingents, der Konsistorialgarde, antwortete die Angesprochene im schneidenden Ton. Prior Emaus hat, wie es in einem so exponierten Fall seine Pflicht war, unverzüglich dem Konsistorium Meldung gemacht. Die Kardinäle sind ausgesprochen zufrieden mit deiner Einstellung und haben mich autorisiert, deiner Schar eine Belobigung in Aussicht zu stellen. Würdest du jetzt bitte so freundlich sein, mir die Zelle zu zeigen, in der der fragliche Ramelit untergebracht ist? Varkanel zuckte unschlüssig die Achseln. Diese Sache nahm allmählich einen Lauf, mit dem er nicht gerechnet hatte. Er war fest davon ausgegangen, dass Prior Emaus, der ihn nach seiner Anzeige gebeten hatte, auf dieses Stockwerk zurückzukehren und die Zelle von Ariel Schar im Auge zu behalten, den Inquisitor hinzuzuziehen und sich persönlich um die Angelegenheit kümmern würde. Und nun das. Nun, diese Generalsoldatin würde wissen, was sie tat. Obwohl Varkanel ein leises, nagendes Gefühl der Beunruhigung nicht los wurde, ging er dem Trupp voraus. »Die dritte Zelle da links ist es«, sagte er halblaut, als sie den entsprechenden Seitengang erreicht hatten und wollte auf die Tür zugehen. Mera Idolo hielt ihm am Arm zurück. »Warte. Was denkst du, mit wie vielen Engeln haben wir da drinnen zu rechnen, Varkanel, von den Ureliten?« fragte sie. Wieder zuckte der Bewahrer der Wege die Achseln. »Ich weiß es nicht, Armatura. Ich war nicht die ganze Zeit über hier. Als ich ging, waren jedenfalls nur Meloriel und die Raphaelitin da drin. Aber dann bin ich zum Prior geflogen, um Meldung zu machen, und in der Zwischenzeit könnten Ariel und die anderen natürlich aus dem Refektorium zurückgekehrt sein.« »Ariel«, antwortete die rotäugige Templerin in einem merkwürdigen Tonfall. Ihr Blick, als sie den Namen wiederholte, erinnerte Varkanel fatal an eine Katze, die dabei ist, auf den Ast zu springen, auf dem sie einen schmackhaften Singvogel entdeckt hatte. »Ergreifen wir diesen Ketzer«, sagte sie dann laut zu ihren Leuten gewandt, und auf ein Handzeichen von ihr eilte die Hälfte des Trupps den Gang entlang und nahm jenseits der Tür Aufstellung. Sie selbst ging einige Schritte in Richtung der Tür, dann drehte sie sich zu Varkanel um, die gepanzerte Hand am Griff ihres Schwertes. »Wir brauchen dich jetzt nicht mehr, Varkanel. Danke noch einmal für deine Hilfe. Du kannst jetzt zu deiner Schar zurückkehren.« »Aber ich«, wandte der kahlgeschorene Urelit verblüfft ein. »Habe ich mich in irgendeiner Weise unklar ausgedrückt, Urelit?« schnarrte Mera Idolo. »Nein.« Nach kurzem Zögern fügte Varkanel mürrisch hinzu. »Ich bin ein Engel des Herrn. Ich bin ein Bote des Lichts. Ich höre und gehorche.« Dann zog er sich schnellen Schrittes, aber mit hängenden Schultern zurück. Er musste unbedingt Tomasiel und den anderen berichten, was hier vorgefallen war. Kaum war der Urelit außer Hörweite, wandte sich die rothaarige Gabrielitz-Templerin an ihre Leute. »Also gut, wir sind hierher gekommen, um einen Ketzer festzunehmen. Und genau das werden wir jetzt auch tun.« Sie trat vor die Tür der Zelle, die Varkanel ihr gezeigt hatte.
Ein besonders kräftiger Templer, ihr Stellvertreter, nahm neben ihr Aufstellung. Sie schlug mit der behandschuhten Faust gegen die Tür. Valoriel von den Rameliten, hier steht Mera Idolo, Amatura der Konsistorialgarde. Im Namen des ehrwürdigen Konsistoriums befehle ich dir, öffne die Tür. Innerlich zählte die Templerin bis drei. Als in diesem Zeitraum nichts geschah, nickte sie dem gepanzerten Hünen neben ihr kaum merklich zu. Der drückte mit der linken, gepanzerten Schulter die Tür auf und zog zugleich mit der rechten in einer fließenden Bewegung sein Langschwert. Ebenfalls ihre Waffe blank ziehend, sprang Mera Idolo in den Raum. In der Zelle befand sich zu ihrer großen Enttäuschung nur ein kleiner weiblicher Engel mit streng zu einem Dutt zurückgebundenen, silbergrauem Haar in der Tracht der Raffaeliten. Wie war der Name der Heilerin dieser Schar doch gleich noch gewesen? Rahel, genau. Die heilende Hand des Herrn schenkte dem Eindringen der Konsistorialgardisten gar keine Beachtung. Sie stand an dem schmalen, hohen Fenster der Zelle, die zierlichen Hände hinter dem Rücken ineinander verkrallt und starrte mit rot geweinten Augen in den Himmel. Vor ihr auf dem steinernen Fenstersims lag ein schmales, in stahlblaue Leinen gebundenes Buch. Rahel, keine Reaktion. Mera Idolo trat neben die Raffaelitin und drehte sie unsanft an den Schultern zu sich um. Du bist doch Rahel, oder? Das ist doch dein Name? Die Raffaelitin schien sie gar nicht richtig zu sehen, nickte aber dennoch. Wo ist er? Wo ist Maloriel? Er ist fort. Fort wohin? Lass mich sofort los. Du tust mir weh, ich will nicht mit dir reden. Ariel, hilf mir, ich brauche dich jetzt gleich in unserer Zelle. Aber die Michaelitin war nicht darauf vorbereitet, Rahels Gedanken zu empfangen. Innerlich seufzte die kleine Heilerin. Du wirst aber mit mir reden müssen, Rahel von den Raffaeliten. Es bleibt dir gar nichts anderes übrig. Ich bin Mera Idolo, Befehlshaberin dieses Kontingents der Konsistorialgarde, und ich habe dich etwas gefragt. Rahels Blick schien sich mit einem Mal zu klären. Fast schien es, als habe sie sich in einem inneren Dialog zu einer Entscheidung durchgerungen. Ich weiß, wer du bist, Mera Idolo, und ich habe deine Frage gehört, aber ich werde dir nicht antworten. Was? Fragte die Amatura völlig verblüfft. Wir haben uns vor ein paar Tagen am Stadttor gesehen, weißt du nicht mehr? Natürlich wusste Mera Idolo das, aber sie nickte nur vage, denn sie wollte Rahel am Reden halten. Damals habt ihr uns Hiob weggenommen und ihr habt ihm wehgetan. Es ist nicht der Wille des Herrn, dass Menschen Engel verletzen. Und jetzt suchst du Maloriel. Du willst auch ihn holen. Du willst auch ihn verletzen. Das werde ich nicht zulassen. Mit einem Mal brannten die mandelförmigen blauen Augen in ihrem herzförmigen Gesicht vor Hass. Ariel, warum hörst du mich denn nicht? Ich brauche dich. Ich bin so allein. Das werden wir ja sehen, entgegnete Mera ruhig und rief einer der Templerinnen auf dem Korridor draußen zu. Holt ihn her! Die Frau nickte und ging. Mittlerweile hatten sich zwei der anderen Templer im Raum umgesehen. Einer hielt Mera Idolo das blau gebundene Buch unter die Nase und sagte, seht einmal hier, Kommandantin. Mera warf einen Blick darauf. Dann streckte sie ihr Schwert in die Scheide und nahm es ihm aus der Hand. Sie schlug das Buch auf, ohne Rahel aus den Augen zu lassen. Sie konnte zwar kein Wort lesen, doch die beschriebenen Seiten, insgesamt war etwa ein Drittel des Buches beschrieben, waren alle mit derselben Schrift eng gefüllt. Auf die des Lesens unkundige Gardistin wirkte das Schriftbild flüssig und beinahe künstlerisch. Was ist das? Fragte sie lauernd. Sein Tagebuch. Mera Idolo warf dem Hünen, der die Tür für sie aufgedrückt hatte, einen vielsagenden Blick zu. Und du kannst das lesen? Fragte sie dann wieder zu Rahel gewandt. Natürlich nicht, antwortete die kleine Raffaelitin indigniert. Der Herr hat es in seiner Gnade und Weisheit so eingerichtet, dass das Lesen und Schreiben nur den Rameliten vergönnt ist. Dann fügte sie etwas leiser und im trotzigen Tonfall hinzu, das solltest sogar du wissen. Die Gardistin schnaubte wütend, dann setzte sie sich auf eines der Steinsimse der Zelle, während die beiden anderen Templer, die mit ihr den Raum betreten hatten, wahllos an den wenigen Habseligkeiten der Schar herumschnüffelten.
die in der Zelle herumlagen. Offenbar hatten die Eindringlinge beschlossen, auf die Ankunft dieses geheimnisvollen Jemand zu warten, den die Frau hatte rufen lassen. Rahel senkte den Kopf, schloss die Augen und versuchte, ihre Wut unter Kontrolle zu bekommen. Wie man es sie gelehrt hatte, versuchte sie dabei bewusst, nicht einzelnen Gedanken nachzujagen oder sie gar festzuhalten, sondern ließ ihren Geist frei schweifen. Dabei fiel ihr ein Gespräch wieder ein, das sie mit Ios von Clermont, dem Kardinal des Isles, am Krankenlager Adoniels geführt hatte. Er hatte beklagt, wie wenig ihr gemeinsamer Orden seine wahre Verantwortung wahrnehme. Eine Verantwortung, die selbst die Justiz der Menschen sich anmaßte. Rahels Kopf ruckte hoch. »Ich möchte jetzt gehen«, sagte sie fast ohne die Stimme zu erheben. Mea Idolo, die ebenfalls in Gedanken versunken gewesen war, hob ihrerseits den Kopf. »Das kann ich leider nicht zulassen, Rahel. Du bist meine wichtigste Zeugin in einer laufenden Untersuchung und gleich kommt noch jemand, der dich ausführlich befragen wird. Also gedulde dich noch etwas.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust und starrte wieder gelangweilt auf ihre schlammverkrusteten Stiefelspitzen. Für sie war mit dieser lapidaren Antwort die Sache offenkundig erledigt. »Ich glaube, du hast mich nicht verstanden«, sagte Rahel in unverändertem, gleichmütigen Tonfall. »Ich werde jetzt zu meiner Schar gehen.« Diesmal stand die Armatura auf und verstellte der Raphaelitin den Weg. »Kommt überhaupt nicht in Frage. Geh mir aus dem Weg.« Ich sagte nein. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, erklärte Rahel und ging zwei ruhige Schritte auf ihr Gegenüber zu. Was glaubst du eigentlich? Schrie die Rotmähnige. Sie packte Rahel an den schmächtigen Schultern. Du wirst jetzt sofort... Lass mich gehen! Rahels kleine Hände schlossen sich wie Stahlklammern um die Unterarme der anderthalb Köpfe größeren Frau. Ein statisches Kribbeln durchflutete Mera Idolo. Ein Gefühl, als wäre jeder einzelne Muskel in ihrem Körper zum Zerreißen angespannt. Schwarze Farbe rann von den Fingerspitzen der Raphaelitin und versickerte in der Haut der vor Schmerz aufschreienden Armatura. An vielen Stellen brach die Haut auf und hinterließ schreckliche Wunden. Rahel erschien ihrer Gegnerin wie ein purer Schmerz. Die anderen Templer wichen ob dieser Demonstration der Macht des Herren entsetzt zurück. Als Rahel ihren Griff lockerte, taumelte Mera Idolo keuchend vor Pein zurück zur Tür. Die Raphaelitin setzte ihr mit raschen Schritten nach und legte ihr die flache Hand auf die Brust. Wieder gierte die schwarze Farbe nach der Templerin. Mera schien es, als werde ihr die Seele aus dem Leib gesogen. Mit einer Stimme, die zwar die ihre war, in der aber auch die gesamte ihr verliehene Vollmacht des Herrn mitzuschwingen schien, verkündete Rahel: »Wir sind die Kinder Raphaels. Wir sind die wahren Herren über Leben und Tod. Er zittert vor unserer Macht.« Mera Idolo kippte aufstöhnend nach hinten. Keiner der anderen Gardisten wagte es, sich der Raphaelitin in ihrem göttlichen Zorn in den Weg zu stellen. Rahel kam erst wieder zur Besinnung, als sie bereits auf dem Gang war. Sie musste weg hier. Sie musste zu den anderen. Ariel würde Rat wissen. Sie begann zu rennen und verwünschte innerlich den Baumeister, der den Gang zu eng zum Fliegen geplant hatte. So schnell sie konnte, strebte sie in Richtung der Herzleitung. Da trat ein gutes Stück weiter vorne jemand in die Mündung des Ganges und vertrat ihr den Weg. Vor ihr stand eine hochaufragende Gestalt, ein drohender Schatten, der aus all ihrer Furcht und ihren Zweifeln zu bestehen schien. Dann kam Rahel näher und sah die schwarze Schulterplatte und das Flammenschwert, das locker an der Seite der Gestalt baumelte. Schwer atmend hielt sie inne. Für einen winzigen Augenblick durchfuhr sie die irrationale Hoffnung, dies sei Adoniel, der gekommen war, um sie zu retten. Doch dann sah sie genauer hin. Dieser Engel war fast zwei Köpfe größer als der Gabrielit ihrer Schar. Sie sah das lang wallende schwarze Haar, das sich in der Eile halb aus der schwarzen Tuchumwicklung gelöst hatte. Sie sah den hellen Teint, der dem fast olivfarbenen Adoniels nicht im geringsten ähnelte, und die Skriptura, die den Leib dieses Himmelsboten zierte. Vor allem aber sah sie die mächtigen und zur Gänze schwarz schillernden Schwingen auf dem Rücken des Neuankömmlings. Sie hatte den schwarzen Engel nie zuvor gesehen, aber dennoch bestand von der Sekunde an,
da sie seiner Flügel gewahr wurde, nicht mehr der leiseste Zweifel daran, dass es sich bei dem überraschenden Neuankömmling um den Himmelsboten aus Ariels Erzählungen handelte. Er hob den Kopf und Rahel war klar, dass in diesem Augenblick der Tod selbst sie anstarrte. Sie befeuchtete sich mit der Zunge die Lippen und schmeckte tot. Er war es, den sie geholt hatten, um sie zu befragen. Dies war der Mörder Umas. Dies war Ashkanael. Sie hauchte den Namen, ehe sie sich's versah. Rahel sah ihre Hände an. Für einen Augenblick spielte sie mit dem Gedanken, dasselbe, wie sie eben der impertinenten Amatura angetan hatte, auch diesem schwarzen Engel spüren zu lassen. Doch sie brachte es einfach nicht über sich, die Hand gegen einen anderen Himmelsboten zu erheben. Mit wenigen langen Schritten legte der hochgewachsene schwarze Engel die Distanz zwischen ihnen und der Heilerin zurück. Sein Kopf ruckte mehrfach rasch hin und her. Mit wenigen geübten Blicken erfasste er die gesamte Situation. Am längsten verweilte sein Blick auf der blutüberströmten Gardeoffizierin, die keuchend auf der Schwelle der Zelle lag, dem Oberkörper auf dem Gang und die Beine im Raum, kraftlos und auf Rahel deutete. Ashkanael warf dem nächststehenden Templer einen fragenden Blick zu. Sie macht mit Versuchten gemeinsame Sache und deckt einem zum Ketzer gewordenen Scharbruder, einem Rameliten namens Maloriel, antwortete dieser nervös. Ashkanaels Blick wanderte zu Rahel. Dieser war zumute, als sei plötzlich alle Kraft aus ihr gewichen. Sie stand einfach nur da und sah zu dem für ihre Begriffe riesenhaften Engel auf. Dieser neigte sich zu ihr und nahm ihren Kopf in seine großen Hände. »Verzeih mir, kleine Schwester«, sagte er dann fast resigniert und brach Rahel mit einer brutalen, ruckartigen Bewegung das Genick. Als er den Leichnam der Raphaelitin in die Zelle trug und dort behutsam zu Boden gleiten ließ, wichen die versammelten Templer vor ihm noch entsetzter zurück als zuvor vor Rahel. Die Beiläufigkeit, mit der Ashkanael einen anderen Engel einfach so getötet hatte, hatte sie tief erschüttert. Schließlich trat der hünenhafte Stellvertreter Meraidolos zu ihm und hielt ihm ein Buch unter die Nase. »Was soll damit geschehen, Engel?«, fragte er. »Was ist das?« »Das sogenannte Tagebuch des flüchtigen Ketzers, Engel. Wir müssen derzeit davon ausgehen, dass es allerlei ketzerisches Gedankengut enthält.« »Verbrennt es«, ordnete Ashkanael an. Er trat auf den Gang hinaus, ging neben der rothaarigen Amatura in die Hocke und tastete an ihrer Kehle nach ihrem Puls. Sie würde durchkommen. Schafft sie anschließend auf die Krankenstation des Vatikans. Dort soll man sich um sie kümmern. Ihr zwei, bewegt euch. Er deutete auf zwei kräftige, außenstehende Templer. Die beiden eilten herbei und hoben ihre schwer verletzte Befehlshaberin so behutsam wie möglich auf. Dann richtete Ashkanael sich auf. Er drehte sich um und sah mit einem unendlich traurigen Blick in den Gang, wo der Leichnam Rahels lang hingestreckt lag. Und wir anderen gehen diesen Maloriel suchen.